Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PBTube zu einer weiteren Folge Stardew Valley auf unserem Dungeon. Wir sind am 22. Tag im Herbst des ersten Jahres. Wir haben unglaublich viel Geld und schauen uns jetzt die Wettervorhersage an. Wunderschöner sonniger Tag, das ist immer gut. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Fischfokus, Glasaugenbarsch. Du kannst diesen Fisch an verregneten Abenden im Herbst und im Winter finden. Er kann an allen Süßwasserorten gefunden werden. Brauchen wir den Glasaugenbarsch? Verregneten Abenden. Glasaugenbarsch. Schade, kann man Aquarium. Ist da ein Glasaugenbarsch? Indischer Glaswels. Ist du ein Glasaugenbarsch? Ah, tatsächlich. Also braucht man Süßwasser, Regen und ja, super. Und dunkel. Robin. Hallo, schöner Tag, nicht? Ja. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Diese Skulptur habe ich nur für dich gemacht. Okay, voll nett. Aha. Hab ich gerade Robin gesagt? Jetzt ist gleich. Ah, oh, dumm. Die sah von hinten so aus, sorry. Ich nenne sie meine Gefühle für Dave. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, natürlich. Die stellen wir auch gleich in die Skulpturmeile. Nee, hat. Nee, da. Gucke. Da steht sie, wunderschön. Vielen Dank, liebe Lea. Oh, jetzt können das erste Mal die Enten raus. Die Enten lernen jetzt quasi. Entchen, Huhn, Ente, Huhn. Oh, sie ist fertig, oder? Kuh. Oh, dann gehen wir doch gleich nochmal Tiere kaufen. Und gehen zu ihr hoch. Wir nehmen gleich mal die Steine mit. Waren das nur Steine, die man braucht? Gibt es noch was anderes, was ich mit den Kühen machen kann, dass sie keine große Milch gegeben haben? Wir müssen ganz viele Geoden abgeben. Haben wir hier noch Geoden? Den Stör hat man schon mal beiseite gepackt. Nee. Dann gehen wir kurz zu Hundiwundi und gießen ihm da. Das sind schon Bäume, die ich gepflanzt habe, ne? Dann gehen wir zu Robin, bauen noch so ein Dings, ein Silo. Obwohl, wir können mal gucken, ob es diesen Luxusstall für die Kleintiere. Ich will eigentlich ein Häschen haben. Zum Mani müssen wir auch. Ah, so ein Stress am heutigen Tag. Das Gefühl ist natürlich, je mehr wir umherlaufen, je mehr Zeit vergeht. Und ich wette, sie hat noch nicht mal offen. Ach doch, müsste eigentlich offen haben. So, was brauchen wir denn? Hofgebäude errichten. 20.500, aber was haben wir, ne? Schaltet Hasen frei. Ne, wir haben für 12.000 eingekauft. Ich bin verwirrt. Also wir haben jetzt Ziegen und brauchen ganz viel Gold und Stein und Holz. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir. Lehm und Kupferbarren. Kupferbarren habe ich, glaube ich, nicht, ne?
Haben wir Leben? Ist das Leben? Ja. Tipp. Warum der hier nicht wächst, ist mir wohl ein Rätsel. Alle anderen Bäume wachsen, nur der nicht. Seltsam. Oh, wir haben eine neue Woche. Haben wir. Ja. Ah, das ist halt der Vorteil bei Lea. Sie nimmt ja, sie mag ja quasi alles, was es das Jahr über auf dem Boden zu finden gibt. Wo ist Mani? Bitteschön. Wäre cool, wenn sie halt einfach da gewesen wäre. Oh, Lea, warte, warte. Ich habe über das Wochenende ein paar wilde Pilze gefunden. Das ist ein wirklich sehr nettes Geschenk. Danke dir. Bitteschön. Oh, achte gut und Pilze. Scheiße, hab ich weggedrückt aus Versehen. Unhöflich. Wäre cool, wenn Mani einfach mal an ihrem Arbeitsplatz wäre, weil dann könnte ich Tiere kaufen. Also wir brauchen noch ganz viel Holz und ganz viel Steine. Was gibt's hier? Wie viel braucht er denn? Muss ich das sammeln oder kann ich das einfach rausrücken? Hallo? Ein Ektoplasma. Ja, das kriegen wir doch hin. 7 Tage soll ja kein Problem sein. Ah doch, wir können was in der Bibliothek ab. Ja, war dumm. Machen wir nachher. Oh, das haben wir glaube ich noch nicht gehabt, Nikoid. Oder gibt es dieses Pfeifgeräusch immer, wenn wir was Cooles finden? Okay, offensichtlich kriegen wir hier. Okay, kann alles weg, hat mal alles schon. Schade. Wo wir mal hier sind. Werkzeuge verbessern. Goldachse wäre natürlich auch nochmal cool, aber 10.000 ist natürlich heftig. Bessere Stelle. Ich vermute, dann werden wir wohl demnächst mal Folgen damit verbringen. Zeug zu sammeln, um unsere Stelle weiter auszubauen. Damit wir endlich auch das Dings voll kriegen. Das Community Center. Ist das schrecklich? Aber dafür müssen wir halt auch diese Fische fangen. Beim Glasaugen, Barsch, Wels, weiß gar nicht, was das jetzt für ein Tier war. Wissen wir jetzt, dass wir. Das bei Regen und Nacht und so, ne? Bauen. Danke, Robin, dass du mit der Arbeit anfängst, für die ich dich bezahle. Wir gehen runter zum Meer, würde ich sagen, probier mal noch einen Seetang zu fangen, damit wir Robin dann auch bald anweisen können. Einen Fischteich zu bauen.
Dinge, die man nicht machen sollte, während dass man Let's Play aufnimmt, WhatsApp schreiben. Jetzt bin ich hier gegen das Kabel, zweimal gegen das Mikro, also alle Geräusche, die ihr gehört habt, stammen gerade von meinem Handy, das ich irgendwo gegen gedrückt habe. Weil ich ein Trottel bin. Oh, das Spiel ist schon sehr entspannt, muss ich aber auch sagen. Also eigentlich mache ich das jetzt bloß, um Seetang zu kriegen. Da ist es. Okay. Also so können wir zumindest eins bauen. Jetzt haben wir ja 5 Seetang, wenn dann alles fertig ist. Könnte man hier nicht bei Fischer oder Willi auch noch was machen? Naja, also angemessenes Wetter. Haben wir noch was Cooles? Die Iridiumangel haben wir schon. Angler Doppelbett. 25.000, das ist ganz schön viel. Warte, was ist das? Könnte man hier rechts noch vorbeilaufen und sich das hier angucken? Okay. Okay. Haben wir bestimmt schon alles 1000 Mal gemacht. Tja, was machen wir jetzt dann? Wir können jetzt noch Holz machen, weil wir unglaublich viel Holz brauchen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile nachgewachsen ist. Und dann müssen wir uns eigentlich auch mal in die andere auf in die andere Mine machen. Oh, wir können auch bei Mani vorbeilaufen. Oh, schon 17 Uhr, die ist bestimmt nicht mehr offen. Schlecht, 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 David. Ja, ich suche Tante Mani. Hallo, Tante Mani. Herr Dave. Hi, Herr Dave. Das klingt jetzt schon ein bisschen nach einer Drohung, ne? Wenn ich mich nicht vernünftig um die Tiere kümmere, kommt sie vorbei und tut mir weh. So klang es jetzt ein bisschen. Ah, hier wachsen. Ah, wir können auch Hartholz machen gehen, okay. Aber ansonsten sind die Bäume hier gerade alle weggeholzt, weil ich sie alle weggemacht habe. Uncool. Ja, den kleinen Scheißholz will ich eigentlich nicht machen, ich will ja. Ja, ich muss mir tatsächlich noch mal ein paar Tipps und Tricks für Stardew Valley durchlesen, damit wir hier auch noch was Neues zeigen können. Auch die coolen Sachen, die man halt noch nicht so weiß, aber wahrscheinlich habt ihr euch ja eh schon belesen. Und könntet mir eigentlich coole Kommentare schreiben, macht's aber nicht, weil ihr keine Kommentare schreibt. Oh, jetzt ist mein Countdown hier weg. Habe ich jetzt eigentlich. Oh, es ist halt manchmal ein bisschen. Ja, habe ich, okay. Ein bisschen komisch, was ich hier so. Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Könnt ihr eigentlich links jetzt noch mal ein bisschen. Brauchte ich nicht noch die Goldspitzhacke, um das zu machen? Oder brauchte ich die Iridiumspitzhacke, um diesen Klotz da zu zerschlagen? Ich glaube Iridium, ne? Machen jetzt hier erstmal alle Bäume so ein bisschen weg. Ja, noch einen Haufen Energie und einen Haufen Zeit und ihr müsst jetzt leider durch, dass wir jetzt die letzten Minuten. Hier nur noch Holz machen. Ja, aber auch die Fläche müssen wir ja frei machen. Also hier könnte man denn ja noch mal einen schönen Wald anpflanzen. Mal sehen, wie wir das machen. Dumm. Haben wir jetzt alles eingesammelt oder ist wieder was verloren gegangen? So, was sagt unsere Energie? Wir haben immer noch einen Haufen Energie. Aber wir müssen bei den Tieren noch zumachen gehen. Erinnere mich bitte daran, dass wir das machen. Wir haben ja auch genug Steine, wir können auch noch ein bisschen Steine klopfen. Warum geben die hier eigentlich immer Steine? Die anderen Steine eigentlich nicht? Steht bestimmt in einem Wiki zu Stardew Valley. Eine gute Freundin immer sagt, Google ist halt. Nicht wundern, die Geoden würde ich jetzt einmal liegen lassen. Die wollen wir dann einfach das nächste Mal wieder einsammeln, wenn wir hier das nächste Mal sind. So. So, es spät genug. Wir liefern mal alles ab. Und dann würde ich sagen, ist die Folge auch wieder lang genug. Halt, was habe ich gerade eben gesagt? Aber jetzt wird es natürlich eng mit der Zeit. Zumachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Wie machen wir das? Dann muss das dahin und das. Mal gucken. Ja, aber vier Honig brauche ich auch kein Mensch. Davon kann man tatsächlich mal zwei behalten. Und hier ist nichts weiter. Seht ihr noch irgendwas, das wechseltiert? Wer muss eigentlich nicht, ne? Das kann weg. Und das machen wir dann auch gleich noch. Bup, bup, bup. Okay. Oh, habe ich. Seetang, Seetang, Seetang. Einer, vier, fünf haben wir. Okay. Also können wir das nächste Mal tatsächlich weitermachen mit dem Fischteich. Also wenn Robin dann fertig ist. Naja, wir schauen mal. So, schlafen. Ich habe gerade eine witzige was abgekriegt. Ich muss kurz schmunzeln. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei beim 23. Tag im Herbst hier auf unserem Sonnensteinhof mit mir, dem Dave, hier auf PibbleTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.